Das Zeitalter der Dunkelheit ohne Licht. Die Menschen haben die Kreaturen, die über diese Welt kreuchten, Ungeheuer genannt. Die Menschen haben sich vor diesen merkwürdigen Wesen gefürchtet. Keiner weiß, wo, wann oder wie diese Kreaturen entstanden sind. Denn Pflanzen und Lebewesen, wie zum Beispiel Menschen, mussten sich erst noch entwickeln. Die Zeit verging. Eines Tages veränderte sich die Welt. Es werde Licht. Diese Stimme war das Signal. Und Licht begann diese Welt zu erfüllen. Viele Ungeheuer, die keine Widerstandskraft gegen das Licht hatten, starben. Dann verstrich noch eine anscheinend unendlich lange Zeitspanne. Allmählich erschienen einige Lebensformen wie Pflanzen und Tiere. Aber Ungeheuer, die starben nicht aus. Sie hatten im Untergrund Zuflucht gefunden und sich vermehrt. Es war beinahe so, als ob sie darauf gewartet, als ob sie darauf warteten, zurückzukehren. Unsere Geschichte beginnt, als die Ungeheuer wieder erschienen und beginnen ihren Einfluss zu vermehren. Und damit herzlich willkommen bei Solail oder Solail oder Night of Radiant. Wie es, glaube, in Amerika hieß. Start drücken. Ich drücke Start. So, ich drücke doch. Ah. So, dann wollen wir doch mal. Natürlich spielen wir mit und spielt ihr mit mir, mit dem guten Trash. Und jetzt ist der Augenblick da, auf den ihr gewartet habt. Eine Geburtstagsfeier für Trash. Oh, danke. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trash. Du bist jetzt 14 Jahre alt. Danke, Mama. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine PlayStation? Ein 3DS? Dies ist das Schwert, das dein Vater einst geschwungen hat. Er war sehr stark und gut. Doch er hat sein Leben im Kampf verloren. Ich wünsche, dass du auch so endest. Ach nein, ich möchte eigentlich nicht, dass du dieses Schwert bekommst. Aber ich gebe es dir trotzdem. Aber laut dem Gesetz dieses Landes folgen 14-jährige Jungen ihrem Vater in die Schlacht. Oh mein Gott, das ist noch viel toller als Pokémon.
Ich meine, hey, bei Pokémon wird man nur mit einer riesengroßen, flammenspuckenden Echse zum Beispiel auf den Weg geschickt mit 14 Jahren. Hier kriegt man direkt ein Schild und Schwert und darf in eine komplette Schlacht ziehen. In den Krieg. Juhu. Ich hab ein Schwert und ein Schild. Nun, es war nicht gerade ein glückliches Ende. Doch du solltest versuchen, ihm nachzueifern. Sei doch, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten und auch in einem Kampf sterben. Das ist toll. Wow, wow. Ich will auch ein Schwert. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich 14 bin. Ich habe auch ein Schwert, aber kein so rostiges. Meines ist nagelneu. Danke, Bill, du Arsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trash. Das ist aber ein schönes Schwert. Wo gehst du denn hin? Alle sind gekommen, um dich zu sehen. Was? Ein Feuerwerk? Geht da jemand hin? Mir ist gerade wieder eingefallen, dass Amon heute weggeht. Besuchen wir ihn, bevor er geht. Scheiß auf deinen Geburtstag, wir rennen jetzt weg. Wenn ich an der Reihe bin, denkst du hoffentlich auch daran, mich zu verabschieden? Ah nee, Bill war ja der... Oh, Bill. Ein Held zu werden, ist keine einfache Aufgabe. Du wirst niemals einer. Niemals. Absolut nie. Vor allen Dingen nicht, wenn du nicht fleißig auf dem Übungsgelände Rafflesi. Ja. Trainierst. Komm schon, beeile dich. Ich möchte Ramon sehen. Ich mag ihn, weil er stark und tapfer ist und dumm. Ja, ist ja gut. Ja, dann gehen wir auch mal hinterher. Wo sind die denn? Wo sind die denn hin? Hallo? Kann man hier rennen? Nö. Hallo, ah, da seid ihr ja. Ist da vorne nicht eine Burg? Ich möchte mich von Amon verabschieden. Danke. Jedermann träumt davon, ein Held zu werden. Ich glaube, aus Amon wird ein ausgezeichneter Held. Oder er stirbt. Mensch. Ich glaube, ich sollte dem König mitteilen, dass du heute deinen 14. Geburtstag hast. Dass heute dein 14. Geburtstag ist. Ach, ist doch egal. Ist ja gut, da gehen wir mal. Das Dalintal ist ein seltsamer Ort. Dort tauchen immer wieder Ungeheuer auf. Bevor du dorthin gehst, musst du auf dem Übungsgelände lernen, wie man das Schwert wirft. Was? Ich will mein Schwert nicht werfen. Gut gemacht, Amon. Du hast die Probe bestanden. Hier ist deine Belohnung. Entschuldigung. Deine Belohnung. Du darfst meine Hand küssen.
Da-da-da-da! Danke, euer Hoheit. Dieses Schwert wird mir eine große Hilfe sein. Ja, ja. Deine Reise wird lang sein, Aber du weißt. Es wird dir gelingen. Ja. Glück. Jawohl, eure Hoheit. Hoheit. Psch, au! Aus dem Weg, Kind. Hi. Das Schwert. Du musst Trash sein. Es ist so lange her. Dein Vater hatte dieses rostige, alte, vergammelte Dreckstück. Hätte er ein vernünftiges Schwert gehabt, dann wäre er nicht verreckt. Außerdem war dein Vater ein ungemein tapferer Mann. Er rettete diese Stadt viele Male mit diesem rostigen alten Ding. Aber genug der Nostalgie. Du bist gekommen, um mir deinen 14. Geburtstag zu melden, nicht wahr? Ich gewähre dir Zutritt zum Übungsgelände Rafflesie. Übe fleißig, mein Junge. Und dann kannst du vielleicht, obwohl du ein dreckiges, altes, rostiges, verfallenes Schwert hast, doch noch... Oh, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Geh einfach. Rafflesia ist ein Übungsgelände, auf dem du ein Held werden kannst. Auf dem Übungsgelände kannst du ein Held werden, ja? Also streng dich an. Ja, ja, ist ja gut. Ja. Was? Ist das eine Toilette? Wir haben eine Toilette. Hui. Vor allem finde ich das schön, wie gelb das spritzt, wenn wir da reinfallen. Ich werde mich mal waschen gehen. So, danke. Monster, also, ja. Dies ist das Gefängnis für die Ungeheuer, die ins Dorf eingedrungen sind. Wir verwenden sie für Forschungszwecke. Doch am liebsten würde ich sie alle vernichten. Alle. Ausnahmslos. Deine Familie gleich mit. Ich gehe dann mal wieder. Hast du gehört? Alle will ich vernichten. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich erstmal zum Übungsgelände gehen. Meint ihr nicht? Dieses Schloss ist mir unheimlich. Oh, meine Freunde. Das sind übrigens meine Freunde. Will ich mal nur kurz angemerkt haben. Ich habe meinen 14. Geburtstag, was in dieser Welt scheinbar etwas unglaublich Tolles ist. Weil man dann erwachsen wird und ein Schwert bekommt. Die kommen alle an. Setzen sich um den Kuchen herum, essen nicht mal ein Stück, sondern rennen sofort los Richtung Schloss, nur um irgendeinen Typen zu sehen, der angeblich ein Held sein soll. Das sind tolle Freunde, die möchte man haben. Ich habe Amon weggehen gesehen. Er wirkte furchteinflößend. Aber
Schließlich ist er ja ein Held. Ja, genau. So, bitte. Heldenbrunn, heb dein Schwert auf, Junge. Denn nun ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Danke. Okay. Dann gehen wir mal... Wo sind wir? Was? Wo? Ich glaube die Schule. Hi. Du musst Trash sein. Der König hat mich angewiesen, dich reinzulassen. Kannst durchgehen. Danke. Und stirb. Nicht. Sofort. Ich bin ein Fachmann auf dem Gebiet des Schwertwerfens. Du hast wirklich Glück, mein Junge. Für nur 20 Malin bringe ich dir die Kunst des Schwertwerfens bei. Aber es sieht aus, als hättest du nicht genügend Geld. Also komm irgendwann wieder, du armes Balk. Okay. Ich gehe da mal wieder. Okay. Vielleicht sollten wir mal mit dem Typ nach oben reden. Fortgeschrittene Bahn. Versuch es. Wenn du springen kannst, hä? Hey, Trash. Bist ja schon auf dem Platz. Bist du schon auf dem Platz westlich von Zollal gewesen? Nö. Genau. Wir sind jetzt Krieger. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Zum Spielen, nicht wahr? Ich bin Paul. Ich bin der Lehrer. Paul heißt da, der Bademeister. Du weißt, wofür dieses Übungsgelände gut ist, nicht wahr? Nö. Dann erkläre ich es dir. Dein Ziel ist es, alle drei Bahnen zu durchlaufen. Am Ende jeder Bahn befindet sich eine Schatztruhe mit Bronze, Silber oder Gold. Du musst dir alle drei holen. Lies die Schilder. Wähle die richtige Bahn. Okay. Anfängerbahn. Sehr einfach. Das schafft jeder. Ich nicht. Aber hier gibt's Geld. Ich brauch 20 Geld. Oder so. Gib mir Geld. Ihr Büsche. Drücke den roten Schalter zum Zünden. Ja, habe ich gemacht. 10 Münzen haben wir ja schon mal. Hälfte. Halbzeit.
Ja. Ah, okay, das Übungsgelände. Interessant. Moin. Du musst neu hier sein. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Du musst lernen, mit Anlauf zu springen. Doch das ist hier nicht möglich. Es sieht so aus, als könnten wir dir nur die Anfängerbahn üben. Nehmen wir es uns nicht zu Herzen, mein Freund. Ich bin nur auf der Anfängerbahn, oder nicht? Hä? Ich verstehe nicht. Was wollen die von uns? Okay, dann gehen wir einfach hier lang. Ich bin doch doof, ich hab doch keine Ahnung. Eine Münze gefunden. Yay! Noch eine. Noch vier. Dann können wir es uns leisten, den Schwert zu lernen, wie man ein Schwert wirft. Okay. Achtung, Ungeheuer. Sehr, sehr vorsichtig. Dann gehe ich da einfach nicht lang. Oder muss ich da lang? Ja, ihr merkt schon, ich habe voll viel Ahnung von diesem Spiel. Gar keine. Aber das soll ja nicht stören. Noch eine Münze. Da! Na, der Biest! Die Bienen haben wir abgeschüttelt. Das ist sehr gut. Warum möchte ich unbedingt Zollal spielen? Ganz einfach. Habe ich in der Jugend kennengelernt, das Spiel. Aber auch wieder eins der Spiele, die ich zwar gesehen habe, aber eher an mir vorbeigegangen sind. Warum? Ja, man konnte sich damals halt nicht alle Spiele leisten. Gerne. Bronzemedaille, yay!
die man damals gerne gehabt hätte. Und eigentlich ist es schade, weil von dem, was ich noch weiß, war das ein sehr schönes Spiel. Was? Aber wir speichern an dieser Stelle. Und sehen uns dann genau hier an dieser Stelle das nächste Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.